Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time. Oder einfach Zelda Ocarina of Time für die Leute, die keinen Bock auf The Legend of Zelda haben. Ich glaube, wir haben weitestgehend alles in diesem Dungeon erledigt. Außer einer Tür hier unten. Da brauche ich auch, glaube ich, eigentlich gar nicht warten. Und da ist sogar auch nur ein Händler. Wir sind fertig? Leute, wir sind fertig? Moment, halt, stopp. Hab ich wirklich alle Sachen machen können? Nein, habe ich nicht, sehe ich nämlich jetzt gerade. Das ist nämlich sehr wichtig, finde ich. Bei Dungeons oder in Dungeons ist es ja oft so, man hat jetzt nicht 10.000... Varianten, 10.000 Sekunden Zeit, da alles mal zu machen. Was rede ich da eigentlich? Ich bin schon wieder so abgelenkt jetzt gewesen, dass ich aufpasse, nicht von dem Ding hier getroffen zu werden. Nein, was ich sagen wollte ist, in einem Dungeon sollte man schon gucken, dass man so alle besonderen Einzelheiten kriegt, weil das ist nun mal halt ein Dungeon. Und das ist ziemlich wichtig, weil meistens richtig wichtiges Zeug vorhanden ist. So. Toll. Doch, ich glaube, wir sind fertig. Okay, egal. Gehen wir einfach hin und töten Dodongo, okay? Dann haben wir das hinter uns und können zum nächsten. So, vorher, das habe ich nämlich jetzt in den letzten oder nach den letzten Parts nicht gemacht, mal eben safen. Oder ist noch nicht direkt King Dodongos Höhle hier. Was war das denn jetzt? So. Hopp. Tod den Fledermäusen. So, Dodongos Tür ist da. Hier ist dann wahrscheinlich so ein Schalter dafür. Das Rätsel zur Lösung ist, wie kommen wir da dran? Das ist eigentlich ziemlich klar. Wir müssen einfach hier durch. Ich sollte schon mal mein Schwert ziehen. Zur Sicherheit überprüfe ich gleich nochmal die Karte. So, geht auch mit Schwert. Außer... Mist ist natürlich sonst wo. Überraschenderweise, ich glaube, wir haben gerade mal zwei Dodongos getötet. Und das ist eigentlich recht wenig. Oh. Ich glaube aber, ich weiß, was ich im Endeffekt eigentlich tun muss. Das ist, glaube ich, jetzt ein bisschen ein aufwendigeres Rätsel. Aber hier haben wir erst noch einen normalen Raum. Gehen wir erstmal da rein. Aha, mit einer goldenen Skulltula. So. Goldene Skulltula. Ja, schön. Ich halte an, aber die Welt hält nicht an. So, screw you, ich habe keine Lust, mich mit dir zu prügeln. Natürlich ist die Fledermaus auch direkt wieder da. Denn Gott bewahre! Mal kurz mal hier checken. Check off! Hey, Moment. Das war nicht meine Fee. Das ist eine Fee, aber nicht meine Fee. Halt, stopp. Hoppa! So! Ich verstehe es aber noch nicht so ganz, was das Rätsel war.
Oh, außer das ist ein Special, Außer das ist ein Special-Knopf, wo du zwei brauchst, weil dann kann ich mir erklären, wie man vorankommen muss damit. Aber ansonsten werden wir jetzt gleich einfach sehen. Schieben! Komm, Link, streng dich an, du hast doch extra schon einen Armband für so was gekriegt. Nein, anscheinend reicht eins. Ich dachte jetzt, da wäre noch ein etwas komplizierteres Rätsel, aber scheinbar ist dem nicht so. Bossfight! Ist natürlich sehr einladend hier. Wow. Endlich kannst du der Al-Qaida-Typ werden, den du immer sein wolltest. Und runter geht's. Ich bin zwar eigentlich in die Lava gefallen, aber gut. Ich weiß auch noch, wie man den töten muss. Das ist King Dodongo. Wirf dem Vielfraß etwas Explosives in den Rachen und schlage ihn mit deinem Schwert. Für den Fall, dass man keine Bomben hat, hat man hier sogar Dingensens. Donnerblumen, so. Der Bosskampf ist aber wirklich in dem Zusammenhang, muss ich sagen, sehr easy. Na komm. Okay. Das war knapp. Zu früh geworfen. Ja, man weicht eigentlich immer auf dieselbe Art und Weise aus und er kann einen auch komischerweise nie treffen. Ich weiß ja nicht, wie der jetzt in dem neuen Ocarina of Time in dem... Ich werf zu früh. Geduld einfach. Die missverstandene Kreatur ist leider tot. Und aus irgendeinem Grund löscht sie die Lava. Ich weiß nicht, ich fand immer, das ist so wirklich ein fieser Tod für den. Vor allem, nachdem ich dann, weiß ich nicht, Jahre später mal gehört habe, oder gelesen habe, eher gesagt, dass die Dodongos ausgestorben waren. Also kriegt er praktisch nochmal von, okay, aus falschen Motiven die richtige zweite Chance und wird dann wieder ausgelöscht. Ja, fuck that. Als wenn Tiere existieren. What the fuck? Ich bin es, Darunia. Du hast deine Prüfung bestanden. Ja, schön, brech mir ruhig erstmal die Schulter. Dank deiner Hilfe können wir nun wieder die schmackhaften Steine aus der Höhle verspeisen. Welch aufregendes Abenteuer. Es liefert Stoff für eine Legende. Noch immer kann ich nicht glauben, dass die Dodongos, die wir für ausgestorben hielten, in so großer Anzahl zurückkehrten. Insgesamt King Dodongo, drei, ich glaube drei normale Dodongos und ein Haufen Babys.
Und der Fels, der Eingang, der die Höhle versperrte. Für all dies war Ganondorf, der Gerudo-König, verantwortlich. Er sprach: Gebt mir den heiligen Stein und ich werde eure Höhle wieder öffnen. Du hast dein Leben für uns riskiert. Ich mag dich, Kleiner. Was hältst du davon, wenn du und ich Blutsbrüder werden? Keine Angst, keine große Feier. Nimm dies als Zeichen meiner Freundschaft an dich. Selbst links, what the fuck? Darunia, du kannst ruhig die Arme runternehmen. Der Goronenopal. Von den Goronen wurde dir dieser heilige Stein des Feuers übergeben. Eine große Ehre, Blutsbrüderschaft mit einem Goronen zu schließen. Du besitzt nun zwei heilige Steine. Suche nach dem dritten. Bruder, du solltest stets daran denken, deine Kräfte zu erhöhen. Die Fee auf dem Gipfel des Todesberges hilft dir dabei. Freunde, lasst unseren Bruder verabschieden. Kaiser, der die Goronen nicht unbedingt das überlebensfähigste Volk ist. Oh Gott. Lass mich dich in die Arme schließen. Schnappt ihn! Previously by AMC's The Walking Goron. So, ja, wie er schon gerade gesagt hat, wir sollten die Fee auf dem Todesberg besuchen. Das ist das, was wir jetzt diesen Part noch machen werden. Das geht ja jetzt noch ein paar Minuten. Wir können außerdem, dadurch, dass wir jetzt die Bomben haben, auch noch einige andere Bereiche besuchen. Das werde ich auch noch tun. Weil es gibt da wirklich so ein paar Verstecke, die man jetzt endlich benutzen kann, besuchen kann und so weiter. Und davon wollen wir logischerweise Gebrauch machen. So, weg mit den Steinen. Ich hasse Steine. Zu spät. So, willst du mich verarschen? Ach so. Hä? Kamikaze! Geil, das hat sogar funktioniert. Und nur nicht mal mit dem Kamikaze-Teil. Ja, Rupees ist eigentlich das Einzige, was ich zurzeit nicht brauche. Thank you very much. Ich hoffe jetzt für euch, das ist nicht der Gipfel. Der Gipfel ist nämlich eigentlich ein bisschen weiter mittig und ist eigentlich, was zum Geier geht denn hier ab? Aktion. Hä? Kuh. Warum ist eine Kuh hier? Oh Gott, ich weiß, was das ist. Das ist wie ein Diablo, das geheime Kuh-Level. Aber ich sehe gerade, man kann weiterlaufen. Tatsächlich, wir gehen weiter zum Gipfel. Oh, what? Danke für den Hinweis, Mr. Gerudo. Oh Gott. Bitte Schluss mit dem Artilleriefeuer. Ich bin doch nur ein kleiner Junge, der stärker werden will. Oh, ist doch gut jetzt. Was ist bloß krumm mit euch? Herz, Herz. Ich brauche Herz. Moment, halt, stopp. Ich gehe jetzt gerade mal davon aus, dass da oben noch mehr sitzen. Ja, da wusste ich es nämlich. Screw you.
glaube, es hackt. So, so, rüber, rüber, rüber. Ach, schade. Nein, 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 nein. Ich will die Munition. Ja, toll gemacht, ja. Toll. So, ein bisschen bescheuert. Dun, 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 dun. Und wieder mit diesen Steinen. Ich weiß gar nicht, ich muss gucken, wie ich in den Totentempel komme. Ich meine, das ist auch der dritte Stein. Dekunüsse, das ist eins, das ich überhaupt nicht benutze. So. Was machst du hier? Ich würde sagen, quatsch mich nicht an, ich habe Sprengstoff in der Hand. Können wir reden. Du hast dich bisher gut geschlagen, Link. Dies ist der Gipfel des Todesberges. Man sagt, die Wolken, die den Gipfel umgeben, spiegeln den Zustand des Berges wider. Sind sie weiß, herrscht Friede. Dein Aufstieg zum Gipfel hat mir bewiesen, wie tapfer du bist. Diese Tapferkeit soll nun erneut geprüft werden. Eine mächtige Fee lebt hier oben. Sie ist die Mutter aller Feen. Suche sie auf und sie wird dich belohnen. Ich werde hier auf dich warten. Willst du zurück zum Fuß des Berges? So werde ich dir helfen. Geh nun. Ja, danke. Dann hättest du, du hättest mich vielleicht auch einfach hochbringen können. Dann wäre ich eventuell nicht, weiß nicht, mit Artillerie beschossen worden. Aha, ach ja, Königswappen. Falsches Lied. Kommt die dann da so als Pferd, kommt die da so als Pferd raus? Ich fand das übrigens damals auch dezent creepy, wie die immer lachen, so voll psychopathisch. Hallo, mein süßer Link. Ich bin die Fee der Fähigkeiten. Ich verleihe dir mit meiner Macht eine neue Schwerttechnik. Sei bereit. Genau, fuck Training dafür. Außerdem für Kinder. So trainiert man in Hyrule übrigens wirklich Schwertkampf. Man kriegt einfach irgendein Puder ins Gesicht gestreut und dann alles wieder gut. What the fuck? Yeah! Ich mach mal kurz diese komische Handgeste. Du beherrschst eine kraftvolle Wirbelattacke. Halte B gedrückt, und dein Schwert aufzuladen, lass B los, um einen energiegeladenen Rundumschlag auszuführen. Bewegst du einmal im Kreis und drückst dann B, kannst du die Wirbelattacke sofort und ohne Wartezeit ausführen. Sammelst du Kraft für eine Wirbelattacke, verbrauchst du magische Energie. Achte also auf deine grüne Magieleiste. Sag mal, du bist doch ein Bote der Königsfamilie, oder? Wenn du wieder dort bist, dann schau in der Nähe des Schlosses bei einer guten Freundin von mir vorbei. Sie hat bestimmt auch etwas für dich. Um deine Fähigkeiten zu verbessern. Bist du vom Kampf erschöpft? Besuche mich einfach wieder. Ich möchte kurz darauf hinweisen, dass ich auf dem Weg hierhin mit Artillerie-Vulkanfeuer beschossen wurde. Was noch? Ja, ich habe einen fetten Drachen erledigt. Oder wie der Text da beschrieben hat, einen Infernosaurus. Was ist das hier für ein Weg? Und das sind Todeskrater. Ja, extrem lange können wir hier nicht bleiben. Deswegen bleiben wir jetzt auch gar nicht hier. Du siehst erwachsener aus, seit du die Fee besucht hast. Okay, man könnte jetzt was sagen, aber okay. Doch nun wirkst du nicht wie der prophezeite Retter Hyrules. Hierfür fehlt dir noch einiges. Ja, danke fürs Aufbauen, Eule. Wenn du zu Fuß des Bergs zurück möchtest, kann ich dich gerne mitnehmen. Komm her und halte dich an meinen Krallen fest.
Ich möchte mal kurz eine Sache anmerken. Während dieser magischen Whimsical Flight School Tendency. Ist euch mal aufgefallen, dass rein theoretisch könnte ich vollkommen ohne Stress innerhalb, ja, danke, setz mich mitten auf dem Dach ab, du dämliche. Hör auf damit! Jetzt treffe ich da unten irgendjemand so, ah, und dann pff. Dass es irgendwie vollkommen ohne Grund ist, dass ich laufen muss, wenn mich die Eule theoretisch auch einfach mitnehmen könnte überall hin. What the hell? Okay, egal. An der Stelle werden wir diesen Part beenden. Ich danke vielmals fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao.